Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich bin der Floki und wir zocken Myst Survival. Diese kleine Gruselperle im Early Access im August auf Steam erschienen, könnte als echtes Schnäppchen zu haben mal was für uns sein. Ich will das mal antesten. Mit euch zusammen wollen wir uns mal, glaube hier mehr oder weniger mit Zombies rumschlagen. Wir starten einfach mal ein neues Spiel und schauen mal rein. In den Myst. Im Sinne von Nebel hat nichts mit einem schlechten Spiel zu tun. Will ich doch mal schwer hoffen. Okay, vor 3 Jahren gingen mysteriöse Dinge vor sich. Alles wurde in einen mysteriösen Nebel getaucht. Survive the attack and run away. Okay. Was haben wir hier? Also, bin ich angegriffen worden. Und einfach mal davon gerannt und jetzt hier irgendwo gestrandet, wo wir jetzt hier auch immer starten. Gucken wir mal mit meinem Dreiviertel Englisch hier so durchkommen. Fatigue und Stamina. Das 7. Sleep on Ground. Sleep or Rest. Sleep can only be restored to maximum Fatigue. Wir schlafen, bauen wir Stamina wieder auf. Shelter Management. ZS Base, okay. Okay. Scheint können wir Gebäude mit diesem Zeichen hier als unsere Base übernehmen. Myst Event. Ja. Geh nicht raus in den Nebel oder du stirbst, als kurze Zusammenfassung. Pfeil und Bogen können wir uns bauen. Longbow can be used to kill bandits in single shots. Also mit einem Schuss können wir Banditen abknallen. Mit Jagdpfeilen. Alles klar. Mining. Wir können verschiedene Erze finden. Die einschmelzen. Alles klar. Warten wir mal durch. Oh ja, guck mal, hier haben wir schon mal unser erstes Zelt aufgeschlagen. Nach unserer Flucht vor was auch immer, irgendwelchen Zombies. Craft-Menü für B. Was können wir denn hier so bauen? Lagerfeuer. Wir können uns auch schön um so eine Feuertonne drum stellen. Torch. Oh, hier gibt es mal so einiges. Wasser herstellen. Hier gibt es einen Generator, vermutlich auch für Strom. Ganz wichtig auch die Mülltonne. Will ja nicht der Umweltverschmutzung beitragen. Ja.
Gucken wir uns vielleicht dann nochmal an, wenn wir dann soweit sind. Basic Shelter, Small Cabin. Wir können uns auch eine Hütte bauen. Wow. Sogar hier Flutlicht. Masten können wir aufstellen. Ein Bett und hier können wir noch nichts machen. Okay. So, was haben wir denn hier? Small House. Was soll ein Haus sein? Okay. Hier haben wir aber schon mal eine Säge. Da können wir ja schon mal Holz mit sägen. Upgrade Inventory. 12 Plätze haben wir. Wir verschwinden da ein paar von denen. Plus 2 Slots. Alles klar. Sehr gut. So, was haben wir jetzt hier noch alles? Hier können wir auch schon diverses craften. So die Grundmaterialien. Sleeping Bag. Bandage. Okay. Hier noch was für mich drin? Oh. Hier Streichhölzer und Wait for Fuel Fire. Ein Apfel. Gott sei Dank, was zu essen. Ja. Soll dies meine Wohnung bleiben? Ich will es mal nicht hoffen. Wir stürzen uns mal hier in die Wildnis raus. Zur Hölle. Und erstmal einen Stein runtergerollt. Den stecken wir uns mal sofort in die Tasche. Mal hier. Eine Blaubeere. Gott, wir looten erstmal alles. Blätter, Stöcke, Steine. Kommt erstmal alles in die Tasche. Allerdings, ja, was machst du, wenn du hier so in einer zombie-verseuchten Gegend alleine unterwegs bist? Du suchst ja, glaube ich, erstmal ein Haus. Oder einen Unterschlupf und was zu essen. Kann ich hier was machen? Und für Weihnachten sind wir dann auch schon gerüstet. Dann nehmen wir uns mal dann die Tanne hier mit. Merken wir uns mal, dass die hier rumsteht. Die Blümchen hier, die kann ich nicht abbauen. Okay. Oh. Ummasten. Okay. Bisschen sprinten können wir auch. Das können wir bestimmt dann nochmal gut gebrauchen. Hier ist schon mal wer oder was. Kleiner Wohnwagen. Wenn wir schwer hoffen, dass hier keiner mehr wohnt. Gucken erstmal, wir wühlen erstmal hier im Müll rum. Alter Einkaufswagen. Hier gibt's nichts. Ein Wasserturm. Immer da drauf. Leiter ist dran. Immer. Uns mal glatt einen kleinen Überblick verschaffen. Da drüben ist eine größere Hütte. In den Bäumen versteckt. Sonst ist hier mal nicht viel los hier oben. Kannst halt nur mal ein bisschen dich umgucken. Das war's aber auch schon. Dann mal wieder runter, bitte. Vorsicht, dass du abstürzt. Gucken wir doch mal, was hier in der Hütte so los ist. Hoffentlich wohnt hier keiner. Nee, das sieht gut aus. Das sieht mir aus wie ein Bär. Kann das sein?
Wow, Leute. Richtig gut. Okay. Kann ich mir das hier auf die Leiste legen? Nicht, sehr gut. Säge nicht. Klar, was zu essen, das geht. Den Apfel, die scheinen auch zu vergammeln hier. Nach und nach. Und die Sachen haben auch Haltbarkeit. Wie es aussieht. Streichhölzer, Öl. Ich habe immer noch ein bisschen Respekt hier vor den Bären. Kann ich hier reingucken? Jo. Oh, guck's dir an. Da gibt es gleich mal was zu beißen. Sehr gut. Ja, wir verbrauchen auch ganz schön, muss ich sagen. Vielleicht sollte ich ja nicht so viel durch die Gegend rennen. Move. Oh cool, ich kann auch zur Not so einen Schrank mal mitnehmen. Ich glaube, der Bär hat mich entdeckt. Tür zu! Ist gut. Du alter Brummbär, beruhig dich. Bin ich hier aus dem Fenster raus? Nee. Und jetzt? Der macht doch kleines Holz aus mir, oder? Hau du mal schön ab hier, bevor ich hier wieder rauskomme. So, was ist los? Hallo? So, der kommt nicht gleich wieder. Kann ich hier rein? Nee. Ach, guck mal an. Komm ich hier nicht drauf? Doch. Einfach mal ein bisschen auf der Taste rumspammen. Space-Taste. Hey, hier könnte ich auch sicher sein vor dem Bären. Ich würde ja gerne mal in das Auto da reingucken. Ich wollte zu dem Haus, aber ich weiß jetzt schon nicht mehr, in welche Richtung das war. Ich habe es ja nicht so mit der Orientierung. Okay. Mutterhaube ist nix. Mal raus, bitte. Scheint mir nichts drin zu sein. Das kann ich doch niemals fahren. Hier sind nicht mal Reifen dran. Nein, natürlich nicht. Bleib mal wieder aus. Guck mal, wo der Bär ist. Da hinten. Da war ein Haus, ne? Und dann schlag ich mal da lang durch. Lass den Bären mal lieber hinter dir. Gucken uns erstmal noch ein bisschen hier um, ne, bevor wir jetzt hier irgendwie eine Hütte nehmen. Ressourcen kann ich schon mal in die Tasche packen. Der Bär bleibt, wo er ist. Sehr gut. Ich höre den. Aua. Schnell ins Haus. Oh, schnell ins Haus. Um Gottes Willen. Da geht mir doch schon mal wieder zum ersten Mal richtig die Pumpe hier. Oh. Okay. Hat mich jetzt aber, glaube ich, auch nicht allzu schwer verletzt. Noch geht's mir eigentlich ganz gut. Hier erstmal so ein Bär eine mit seiner Tatze runterhaut, dann fließt er normalerweise, aber hier scheint's zu gehen. Ich hab's gerade noch so ins Haus geschafft. Das ist ja auch eine ranzige Hütte hier. Und hier gibt's auch nicht wirklich viel. Hier war noch eine Tür.
Lockpick oder Crowbar. Crowbar ist. Brecheisen oder was? Da liegt noch was. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier schon so alles aufgelootet haben. Okay, Bandage. Komponenten zum Verbauen. Bisschen Kleinzeug, paar Federn, Steine, nichts Besonderes. Immerhin hätte man ein Messer, aber damit will ich jetzt nicht auf den Bären losgehen. Wo ist der überhaupt? Da hinten schleicht er rum. Der killt mich doch gleich wieder. Aber ich muss ja auch irgendwie hier mal wieder raus. Hier ist nicht sonderlich viel drin immer. Es war doch noch ein Bär, ne? Das ist doch bestimmt ein zweiter schon. Hier ist nix. Hier ist nix drin. Leute, wo schießen wir denn jetzt hin? In welche Richtung? Da hinten war... Das war der Wohnwagen. Ist nochmal so eine Hütte? Und wird es jetzt schon nebelig? Und bloß kein Bär hier folgt. Dann werde ich aber verrückt. Wird einer was abgerissen, mehr oder weniger? Oh, guck mal hier. Gascan, nehmen wir mit. Da kenne ich nichts. Oh, hier doch. Ab und zu gibt es doch mal ein paar Sachen. Beef Can. Müssen wir schon was trinken? Wir können uns mal eine Cola gönnen. Trink mal bitte. Oh. Was macht der wohl im Menü? Hier wäre jetzt eine größere Scheune, da könnten wir nochmal hin. Wir sollten auch nicht so viel rennen, glaube ich. Ist hier der Bär erwischt, da haben wir keine Deckung. Kannst du vergessen. Da oben ist sowas wie ein Hochsitz. Sagen wir, gucken mal hier rein. Da hinten sind, glaube ich, noch ein paar Gebäude. Yay! Kann ich auf der Rolle jetzt auch laufen? Geht nicht. Da hinten läuft irgendwas. Da gucken wir nochmal. Gucken uns nochmal ein bisschen um. Ist ja doch ganz praktisch. Hier so ein Wasserturm. Geschrien wie ein Huhn. Ja, da hinten sind noch diverse Gebäude. Oh, SWAT-Helm. Genial. Brauchen wir nur unseren Kopf hinhalten, wenn der nächste Bär kommt. Den knabbert er nicht durch. Hoffe ich. Ja, irgendwie sind hier Hühner. Ich höre ja da und wen. Und Tucken. Reifen. Erstmal alles einstecken. Kannst bestimmt alles gebrauchen. Außer dein Inventar ist voll, dann wird es schwierig. Eine Menge Stoff. Tasche kann ich natürlich auch nicht mehr nehmen. Habe ich irgendwas nicht so Spannendes dabei? Le
Blätter, ich nehme an. Die brauche ich jetzt nicht als erstes. Optimal. Blätter. Flaschen. Was ist hier? Noch ein Messer. Und das kannst du ja unten hinpacken. Hoffe ich. Hier haben wir noch was. Die vielleicht? Nö. Den SWAT-Helm, den kannst du mal versuchen anzuziehen. Wo kann ich den? Ah, hier, Equipment. Alles klar. Auf dem Kopf. Protection good. Alles klar. 16,5% ist auch bald Schrott die Murmel. Können wir jetzt doch wieder ein bisschen was mitnehmen. Das passt hoffentlich auch noch. Das Brett, das musst du wahrscheinlich hier lassen. Ja, gut, so ein Brett. Wahrscheinlich auch nicht der wertvollste Gegenstand. Wir versuchen mal da drüben zu den Gebäuden zu kommen. Ey! Jetzt haut's auch noch ab. Ja, dann lass abhauen. Wir brauchen nicht so viel Energie. Gucken wir mal hier bei den Gebäuden. Ja, falls du mal einen Huhn brauchst, hier würdest du welche finden. Schön umgucken. Mal gucken wir doch hier auch nochmal, dass hier gleich nochmal ein SWAT-Helm liegt. Oder was anderes Schönes. Im einen Turm hatten wir ja schon mal Glück. Auf dem jetzt nicht so. Hätte dann doch schon gerne mal. Hinten wäre jetzt das nächste Haus. Hier ist ein Haus. Wo geht es hier wieder runter? Stopp, guck, ob hier irgendwas zu looten ist noch. Nicht 13 Uhr, wenn es dann Nacht wird, haben wir glaube ich schlechte Karten, wenn wir keinen Unterschlupf haben. Dann gibt es hier nichts mehr zu lachen. Hier so mit offener Tür, da brauchst du auch nicht wohnen, ne? Und die Zombies bestimmt auch rein. Knabber ein bisschen an dir rum. Okay, was haben wir hier? Was knurrt denn hier? Achso, das ist das Ding hier. Melt Materials. Ah ja. So eine Art Schmiede anscheinend. Wasser? Nee. Und hier gucken wir noch schnell hoch. Dann gucken wir uns mal das Haus an. Hier komme ich gar nicht hoch. Hier wird nicht geclimbt. Kann ich auch nichts mitnehmen? Okay. Hier drin was? Ah, okay.
Hier ist definitiv irgendwas drin. Boah, ich hab Schiss. Kein Fenster, wo ich mal reingucken kann, doch hier. Wow. Ja, ist gut. Oh, läuft da mir ein Schauer über den Rücken. Da schlicht, da ist irgendwas lang geschlichen. Ich glaube, da bin ich noch nicht bereit für. Und ein Stall hier. Der hat schon Aggro auf mich. Komm ich nicht rüber. Geh mal lieber. Das können wir jetzt nicht claimen, hier so ein großes Ding, ne? Vielleicht aber auch, weil da irgendwie ein Zombie drin ist. Hier noch was im Auto? Nee. Kann ich nicht drauf zugreifen. Hier oben nicht noch irgendwo ein Haus, was ich da vom Turm gesehen habe? Oder bin ich hier in der falschen Richtung unterwegs? Ich dachte fast, das wäre hier gewesen. Ich sehe mich gleich wieder ein Bär hier umhaut. Da traue ich mich noch nicht rein, Leute. Hier brennt. Was war das denn? Da wohnt jemand, da brennt eine Tonne. Sind das diese Banditen? Dann fürchte ich, habe ich hier auch noch nichts verloren. Wow, ich tu dir nichts, tu du mir auch nichts. Mach gar nichts. Leute, das lief, glaube ich, ziemlich optimal. Warum kann ich denn diese Waffe nicht aufheben? Weil ich keinen Platz, keinen Platz mehr habe, sorry. Dann, knall dir mal eine Konserve rein hier bei dem toten Banditen. Oh, es wird dunkel und neblig. Noch mehr von den Typen unterwegs. Ja, da ist noch einer. Oh, du Scheiße. Weg hier. Ich glaube, das ist noch ein bisschen buggy hier. Wenn ich krieche, dann sehen die mich nicht. Wow. Hab ich mich verjagt. Irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Oh, ich bin's hier, der Banditenschlechter. Kann das wahr sein? Hier eine Möhre, ist die gleich. Nein! Leute, wir haben es hingekriegt. Wir sind das erste Mal gestorben. Und haben jetzt hier diverse Sachen verloren, die wir im Inventar hatten. Ein Messer habe ich noch. Irgendwie war das sowieso ein bisschen komisch mit den Banditen. Und wir sind wieder in unserem Haus hier gespawnt. Bitte.
Da kommt schon einer. Dem habe ich gerade ein paar Dosen aus der Hose geknallt. Alter, wie... Ey, hier mitten im Wald kannst du aber nicht lange überleben. Für die erste Testrunde. Ich habe Angst. Ist es das auch schon gewesen, Leute? Ich mache erstmal Schluss. Wir gucken mal in der nächsten Folge, ob wir uns mal so ein kleines Haus oder so vielleicht mal aneignen. Ich möchte hier nicht draußen sein, wenn es neblig ist. Ich danke mich fürs Zuschauen. Freue mich selber einen Kommentar oder einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.